Hallo, schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir drei Übungen, mit denen du deinen Gleichgewichtssinn verbessern kannst. Ehe wir beginnen, abonniere noch meinen Kanal, um keine neuen Yoga- und Fitnessvideos von mir zu verpassen. Und nun lass uns direkt loslegen. Komm als erstes in einen aufrechten Stand auf deiner Matte an. Nimm deine Arme nach außen, dreh die Handflächen nach oben und verlagere als erstes das Gewicht auf dein linkes Bein. Heb dein rechtes Bein dann nach vorn an und beginn mit dem rechten Bein nach außen zu kreisen. Solche Balanceübungen werden mit zunehmendem Alter immer wichtiger, um sicheres Bewegen zu ermöglichen und Stürze zu vermeiden. Und auch wenn das Problem, unsicher auf deinen Beinen zu sein, noch weit für dich weg ist, es ist ratsam, schon frühzeitig ein gutes Fundament zu legen und den Gleichgewichtssinn zu trainieren. Und dann wechsel direkt die Richtung und kreise mit den Beinen in die andere Richtung. Und dann hast du die erste Seite schon geschafft. Verlagere das Gewicht jetzt auf dein rechtes Bein und beginne mit dem linken Bein zu kreisen. Neben der schon genannten Sturzprophylaxe eignen sich diese Gleichgewichtsübungen auch sehr gut zum Stressabbau. Denn wenn du dich auf deine Balance konzentrierst, hat dein Gehirn keine Zeit, über irgendetwas anderes zu grübeln und man kann so zum Beispiel aus Gedankenspiralen herauskommen. Und dann wechsel jetzt auch auf dieser Seite die Richtung und kreis nochmal anders herum. Wenn du doch einmal aus dem Gleichgewicht gerätst, dann lass dich nicht entmutigen, steig einfach immer wieder neu mit ein. Löse hier, bring den Fuß nach unten zurück. Spüre hier für einen Moment nach. Und dann verlagere für unsere nächste Übung, die Yoga-Haltung Baum, das Gewicht auf dein linkes Bein. Bring die Hände zuerst mal an dein Becken heran. Und jetzt kannst du deine Fußsohle an deinem linken Bein so ablegen und wanderst mit dem Fuß so weit nach oben, dass du noch einen sicheren Halt hast. Für den Start kannst du auch die Zehen einfach auf der Matte lassen. Also schau mal, wo du dich hier einpendeln magst. Und wenn du einen sicheren Halt gefunden hast, streck zusätzlich deine Arme nach oben aus. Und falls du schon Gleichgewichtsprofi bist, könntest du an dieser Stelle zum Beispiel mal deine Augen schließen und mal gucken, ob du den Baum dann immer noch so gut ausbalancieren kannst. Und dann bring die Arme nach unten, setz den Fuß wieder auf der Matte ab. Wechsel jetzt das Bein, bring die Hände erstmal wieder an dein Becken heran und dann wandere mit der linken Fußsohle wieder auf dein eigenes Balance-Level an den Beinen nach oben. Atme nochmal tief durch. Und wenn du einen sicheren Halt gefunden hast, mit der Fußsohle gut gegen das Bein drücken kannst, dann nimm die Arme noch nach oben. Spüre dich hier, wie du in deiner Balance, in deiner stabilen Mitte stehst. Und dann löse und setz wieder ab. Für unsere dritte Übung verlagere nun das Gewicht wieder auf dein linkes Bein. Lass das Knie wieder leicht eingebeugt. Zieh beim rechten Fuß die Fußspitze Richtung Schienbein. Und dann beginn mit dem Einatmen die Arme anzuheben und auch dein Bein nach oben zu bringen. Und hier kannst du den Fuß entweder wieder bis auf die Matte setzen oder in einer Stufe weiter den Fuß immer kurz über dem Boden schon abstoppen und dann das Bein gleich wieder anheben. Schau mal, dass du mit dem Oberkörper ganz stabil bleibst, deine Arme ganz lang nach oben streckst, die Oberarme neben deine Ohren bringst. Und dann halt jetzt oben und beginn mit deinen Beinen zu kreisen. Zieh zusätzlich deinen Bauchnabel sanft nach innen, um den Oberkörper noch mehr zu stabilisieren.
Auch hier kannst du noch mal andersrum kreisen. Und dann halt jetzt dein Bein und beginne auch mit deinen Armen zu kreisen. Und dann nimm das Bein noch mal mit dazu. Und wenn du noch nicht umgefallen bist, dann setze jetzt einmal ab. Schließ mal kurz die Augen, spür nach, wie sich deine Körperseiten im Vergleich anfühlen. Öffne nun wieder deine Augen und verlagere das Gewicht auf dein rechtes Bein. Mit dem Einatmen streck dein linkes Bein über die Seite, bring die Arme lang nach oben. Achte nochmal drauf, dass du das Knie in dem rechten Standbein immer leicht eingebeugt lässt. Und wenn du dir bei diesen Übungen nochmal bewusst machst, dass du es aus deiner eigenen Kraft schaffst, immer wieder in Balance zu kommen, deine Mitte zu finden, kannst du so zusätzlich auch noch dein positives Denken, deine positive Lebenseinstellung verstärken. Und dann halt jetzt wieder und beginn mit dem Bein zu kreisen. Kreis auch hier noch einmal anders herum. Und dann kreis mit den Armen, halt das Bein. Und dann nimm auch hier das Bein nochmal mit dazu. Und jetzt löse wieder und setz hier ab. Schließ nochmal die Augen. Nimm nochmal wahr, wie du jetzt wieder ganz stabil mit beiden Füßen auf deiner Matte stehst. Öffne wieder die Augen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen und freue mich, wenn du dann beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Hier oben kannst du gleich zum nächsten Video switchen.